Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn ich Videos hier auf den Kanal gefallen in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an und dort haben wir heute einen neuen Skin tatsächlich und zwar den Loserfruit-Skin. Das ist tatsächlich auch ein Streamer oder YouTuber, glaube ich, und der sollte auch schon ursprünglich, glaube ich, am 4. Juni oder so erscheinen. Allerdings dadurch, dass die Season verlängert wurde, wurde natürlich auch das Release-Datum des Skins verlängert, beziehungsweise nach hinten verschoben und man kann das Ganze natürlich einmal in einem Paket kaufen oder alles einzeln kaufen. Im Paket bekommt man natürlich ordentlich Rabatt dafür, ist im Prinzip dann genauso teuer wie einmal der Skin an sich und dann das Emote dazu. Auf jeden Fall haben wir hier einmal den Loserfruit-Skin natürlich an sich, dazu gibt es dann den Kumpel-Rucksack als Backpack, dann den Bärenbeet-Emote. Und dann noch die Fruchtwucht-Spitzhacken. Und die sind tatsächlich reaktiv. Und zwar lösen sich hier tatsächlich die Früchte, wenn man schlägt. Natürlich umso häufiger man schlägt, desto mehr Früchte lösen sich. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, ob die sich dann auch im Normal Game wieder auffüllen oder ob die dann für den Rest der Runde im Prinzip so aussehen. Weiß ich wie gesagt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, kann man sich das Ganze auch noch einzeln kaufen. Dann haben wir als nächstes noch den Gewitterskin, dann den Blitzskin, die Sturmblitz-Spitzhacke dazu, den Sturmauge-Gleiter dann und noch die Turbulent-Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier noch den Rennfieber-Skin. Dort haben wir einmal den Stil mit Helm und einmal den Stil ohne Helm. Als nächstes haben wir dann noch die beschlagene Hacke, dann den Endlos-Rat-Emote, dann haben wir noch den Gesandte-Skin, die Pömpelhacke als nächstes noch und dann als letztes den Rage-Quit-Emote. Das war es dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.